Ich habe mich auf dem Mond verlaufen. Der ist so groß und rund. Sehe Mom nur. Ja, gut. Wo sind wir denn? Und wo ist Mom? Aha. Genau auf der anderen Seite vom Mond. So. Wow. So, wie aktiviere ich jetzt mal? Ah, okay. Und den noch runterziehen. Ah. Ah. Und. Duck. Ist jetzt aktiviert oder müssen wir irgendwas machen? Ah, okay, gut. Da vorne. Oh, wir haben es geschafft. Errungenschaft ganz schön groß. Du konntest mal nicht ordnungsgemäß herunterfahren. Möchtest du im abgesicherten Modus starten? Nein? Also, okay. Bud, Pot, ihr seid hier. Und ich bin wieder ganz. Wo sind wir? Wo ist. Es sind herrliche. Sternpflanzen. Du hast Sternpflanzen gezogen. Ich bin so stolz auf euch, beide. Pot. Das ist wundervoll. Ja, finde ich auch. Was passiert jetzt, wenn ich den hier ziehe? Ah, Mission ist abseits, scanne Planet. Das ist der Mond. Oder? Ne, das ist der Planet. Planetarische Erkundung. Unvollständig. Was? Kristalle gesammelt. 155. Ja, gut. Florenform gesendet. 23,14. Nein, das wird eine einzige. Sternpflanzen erblüht. 4 von 4. Ja, yeah, wir sind die Besten. Herausforderung abgeschlossen. 15 von 40. Ja, gut. Da könnten wir ein bisschen besser werden. Bisher wart ihr beide gut, aber es gibt noch viel zu erkunden, bevor wir nach Hause können. Wenn du mit deinem Abenteuer fertig bist, können wir unsere Tic-Tac-Toe-Partie zu Ende spielen. Suchen wir alle Schiffsteile und bringen sie zum Mondbad. Haben wir doch. Passiert ja gar nichts. Okay, gut. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Wir haben Mom fertig. Das andere ist eigentlich nur sammeln und ich glaube, da brauche ich nur wieder zunehmen, mitnehmen. Das könnt ihr, glaube ich, auch gut alleine. Und das wird die Herausforderung hier abschließen. Aber es war echt schön hier. Muss ich schon zugeben. Das Spiel hier zu spielen. Komm, jetzt starten wir nach unten noch. Juhu! Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, jetzt die restlichen paar Dinger zusammen, die Mission zu machen. Wohin fliegt mir eins nicht? Falsche Richtung. Ich will zum Planeten. Wo ist der Planet? Ah, da ist der Planet. So. Wieso schweben wir auf dem Kopf? Darunter will ich. Oder fliegen wir mal zum Arsch treten können. Also, ich muss sagen, dass sie rumfliegen ist echt cool gemacht. Auch wenn ich irgendwie immer einen Überblick verliere. Na gut, dann eben Feind. Oh doch,
wieder nicht. Das ist schwierig, von hier oben da nach unten zu kommen. Höhenverlust erkannt. Ja, ist auch Absicht. Naja. Wenn wir hier langsam in Richtung Booten schweben, fallen, was weiß ich auch immer, ja, ein bisschen Fazit jetzt ziehen davon. Grow Up hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat vieles verbessert, was in Grow Home schon war. Haben sie noch besser gemacht. Was ich immer noch nicht so gut fand, war die Steuerung. Die ist ein bisschen schwammig. Aber lustig, also es macht doch wirklich Spaß, auch wenn die Steuerung immer ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache, damit es nicht zu einfach wird. Deswegen Kristallen sammeln, gut, hat es beim letzten Mal auch schon gegeben. Ja, ist schwierig, mal alle zu finden. Vielleicht suche ich irgendwann mal doch nur alle anderen. Das mit den Haushorn war mal cool, war Abwechslung zwischendurch. Im Endeffekt waren es dann doch irgendwie immer dieselben Haushorn. Ist klar, du kannst schon irgendwie eine Strecke fliegen, springen, was weiß ich. Geht einfach nicht anders. Was haben wir noch? Die Kostüme sind cool, damit man die mit der Haushorn halt freischaltet. Das hat das nächste Teil, aber egal. Es gibt diesmal viel mehr so Teleporter. Auch herausforderungsmäßig, also im Großen und Ganzen hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht für das Spielchen hier. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und Grow Home als erstes Mal. So. Nächster Punkt. Ja, ist wieder richtig schön gestaltet. Diesmal auch mit den verschiedenen Sternpflanzen hier. Was richtig cool ist. Die verschiedenen, es ist diesmal nicht so kleine Ebene wie bei Grow Home, wo man einfach nur einen Punkt hat und von dem dann hoch hat man die verschiedenen Ebenen. Dann diesmal einen ganzen Planeten, wirklich auch rund gestaltet mit verschiedenen Gebieten, Schnee, Wüste, Grasfläche, ein bisschen so weltlich, so in der Art. Also richtig cool gemacht, auch mit den verschiedenen Sternpflanzen dann, damit die alle unterschiedlich blühen, unterschiedliche Farbe haben, unterschiedliche aus, die Ärmchenhalter, die Pflanzen, die ja, ich weiß gerade mal, die Äste, Zweige, so, wo halt, wir zum Wachsen bringen können, waren auch alle unterschiedlich. Schwergeburt. Und auch dann die Blätter, eine Blätter, andere hat Blüten. Ist richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, was gibt's denn sonst noch dazu zu sagen? Echt nicht mehr viel. Also, ich hatte meinen Spaß hier auf jeden Fall mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr auch beim Zuschauen. Und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also, beide Teile, wie gesagt. Da hat Ubisoft was richtig Cooles zustande bekommen. Und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer. Oh, nochmal einen übersehen gehabt. Alter. Klack. Ich schwebe jetzt einfach da ein bisschen rum. Und mache noch so ein paar Kleinigkeiten. Klack. Wie viele Teleporter gibt es denn eigentlich? So. Das ist noch mehr Höhle. Die Höhlen sind auch richtig cool gestaltet. Das ist mit der Kristallhöhle, wo wir heute drin waren. Dann jede Höhle ist wieder anders. Die Getierchen sind diesmal richtig cool, das mit den Pflanzen finde ich richtig cool gemacht. Damit, ach komm, Hundling, halt die Schnauze. Damit es so viele verschiedene Pflanzen gibt, wo auch unterschiedliche Aufgaben haben. Oder unterschiedlich, ja, wenn man sie pflanzt. Unterschiedliche Wachs, Effekte, was ich das alles hat. Mir fällt gerade der Name nur ein, egal. Ich swung in die. Bin gerade nicht. Zum Beispiel der Pilz, damit man da drauf springen kann. Dann ist Katapult und ja, so Kleinigkeiten. Also richtig mit viel Liebe gemacht, auch gestaltet hier alles. Finde ich schön. Naja. Aber wie gesagt, das war's von Grow Up. Wir haben es heute geschafft. Und ja, ich will ja eigentlich gar nicht weg jetzt. Naja, egal. Dann würde ich sagen, alles mal in Richtung Himmel zu den Sonnen. Ich liebe es einfach.
zum Abschluss, Abschied wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play, dieses Projekt Spaß gemacht. Und ich sag dann mal, Servus.